Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von der Schwarzen Witwen Challenge. Ja, wir sind wieder bei Chloe und Chloe sitzt hier mit ihrem Ältesten und spielt eine Runde Schach. Ja, wir haben mittags 13:09 Uhr und wir schauen mal, was der Tag so bringt. Ich wollte auch noch reinschauen, wann wieder der nächste Geburtstag hat. Das dauert noch. Hier hat jemand Geburtstag. Der Kleine, also ihr seht, wir haben noch über 3 Wochen Zeit. Oh mein Gott, das dauert noch. Und er hat hier Geburtstag, also es dauert auch noch nach dem Winterfest dann quasi. Also habe ich zweimal Winterfest drin. Das versteht auch keiner. Okay, aber gut. Aber zweimal Winterfest will ich eigentlich gar nicht feiern, deswegen nehme ich einmal raus. Einmal Winterfest reicht, ja. So, wir schauen mal, ob der noch Hausaufgaben machen muss. Ja, natürlich muss er nach. So, dann schauen wir mal nach dem Kleinen hier. Ja, unser Chris. Da muss sie Dem geht's noch bleiben. gut. Oh, liebst, liebst. Umfra. Was musst du denn machen? Nix, Umfra. aber du könntest mal Elfriede putzen und Elfriede melken. Ja, du darfst schon ein bisschen was tun. Eddie putzen und Eddie scheren. Und du, meine Liebe, kümmerst dich wieder um den Hühnerstall. Eier einsammeln. Hey Chloe, ich bin Squirrel. Wie wär's mit einer Verabredung? Auf das haben wir gewartet. Ja, also gut, Hühnerstall, wir machen euch später. Das ist doch ein Wohnhaus, oder? Kein Plan, aber er ist da und Ah, wir werden eine lustige Geschichte like erzählen und Ambrosch, dann werden gosh of wir ihn doch whips, hier Corva, flirten grovel und nerxdery, sanft the küssen farm, und yebu, ja, auf panka, alle Fälle hier gazi, bei bisle swabi, koiba, pleva normal zarps, küssen und wir machen hier huh? Ooh, mwah. Ooh. nach Kickwürgen mit Greg. Ja, bietet sich doch an. Ich habe keine Ahnung, was es ist, ob das ein Restaurant sein soll oder nicht. I don't know. Ja. Wow. Oh mein Gott. Ui, ui. Ich bin fassungslos. Und der Müll, der schießt hier nur so raus. Unglaublich. Oh mein Gott. Ui, ja. Oh mein Gott. Ups. Ja, Chloe. Okay. Ihr Blick, seht ihr das? Aber beide, oh mein Gott. So. Also ich weiß auch gar nicht, ob der verheiratet ist oder wie oder was. Wir müssen mal gucken. Anscheinend ist hier niemand da. Aber mich würde es interessieren, ob er verheiratet ist. Sollen wir mal kurz gucken? Kinder 1. Ich hatte keins, aber er hat ein Kind. Okay, also er ist nicht verheiratet, aber hat ein Kind. Na, das trifft sich doch gut. Dann weiß ich gar nicht,
Haben wir schon gefragt, ob er unser Freund sein will? Leidenschaftlich küssen und es kommt jetzt noch freundlich? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Glaub nicht. Wir können ihn ja nicht mal fragen, ob er bei uns einziehen will. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Beste Freunde werden. Kompliment über Aussehen machen. Ja. Ah nee, wir sind schon, er ist schon unser Freund. Okay. Okay, er geht jetzt mal aufs Klo. Da geht's rein. Okay, alles klar. Und da oben steht ein Fernseher. Ernsthaft? Also, Betten hat sie auch einige. Computer. Ja, wir müssen die Verabredung noch rumkriegen. Ich lasse sie noch mal tüfteln. So. Ja, geht noch mal tüfteln. Ausdrücken und Tag verschönern. Ja, ein bisschen Konversation treiben geht auch noch. Nach Lieblingsfarbe fragen und Massage anbieten. Das geht natürlich auch, ne? Und was können wir noch machen? Kennenlernen. Zephys, Oh, jetzt sind sie aufgestanden. Okay. Wie, die Verabredung ist schon vorbei. Können wir ihn jetzt vielleicht bitten, dass er bei uns einzieht? Und sich dem Haushalt anzuschließen. Das wäre doch mal was. Kigel? Fieber. Oh, sie massiert ihn noch. Sehr schön. Oh, Yves. Bon und Gravi. Oh, Yves. Ja. Ah, er hat schon eine große Tochter. Das trifft sich gut. Dann kann er ja bei uns einziehen. Das Geld bleibt bei ihr. Das nehmen wir nicht. Ja, weil 20.000 ist echt nicht viel. Oh. Oh, oh mein Gott, der geht aber stürmisch ran. Okay, alles klar. Wir reisen mit Ihnen zurück. Oh, wir haben schon wieder abends. Oh mein Gott. Also sie wird sich jetzt erstmal hier um den Stall kümmern. Das muss man machen. Und er kriegt dann mal hier das Bett zugewiesen, und zwar das hier. Hat er jetzt? Ja, der hat das Bett. Und da sind die. Okay, gut. Das ist ja schon mal prima. Bitte nicht stören, Putzmann. Nee, lass das mal. Du hast Elfriede nicht gemolken und Eddie nicht geschoren. Okay. Gut, da kann man nichts mehr machen. Sie wird das hier erledigen. Ja, wunderbar. Oh, sehr schön, er macht die Gartenarbeit. Na, das freut mich aber. Das freut mich. Sehr schön. Ja, mach weiter.
Wunderbar, perfekt. Das wird hier. Du hast hoffentlich deine Hausaufgaben erledigt. Natürlich nicht. Oh Gott, da eh die Tante ruft an. Ich hatte Lust auf ein Tässchen Sakura-Tee. Nein, nächstes Mal liebend gerne, aber jetzt nicht. Schauen wir mal, dem kleinen Mann geht's auch noch gut. Der macht jetzt Hausaufgaben. Der sollte dann noch was essen. Der hat Hunger. Der hat bestimmt jetzt wieder alles abgebrochen. Nein, mach mal jeden bitte. So, und dann werde ich die dann ins Bett schicken. Dann wird es auch schon Zeit hier zum Schlafen. Oh, und es pisst, und es pisst. Geh mal was essen. Du brauchst dich nicht mit ihm unterhalten. Ja, auch Polizisten sind nicht unfehlbar. Wir müssen ein neues Bild sperren. Hier vielleicht. Pose zufällig wechseln, ändern. Ja. Das nehmen wir. So. Ja, isst mal was. Hast du jetzt was gegessen? Nö. Könntest du was essen? Und du dann auch? Genau, du gehst schlafen. Wunderbar. Perfekt. Das läuft, das läuft, das läuft. So, und du nimmst jetzt Reste und der schlingt schon wieder so ein. Bläh, der ist so eklig. Oh, flawless yum. Er ist auch kokett, das macht ihm gar nichts aus. Okay. Elfris Okay. Revuda? Ih, da steht ein Teller. Das ist ja eklig. Oh nee. Oh nee. Nur das andere reparieren. Toll. Unwohl, schmutzig. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Du darfst dann auch ins Bett. Du, Mister, gehst auch ins Bett. So. Haben wir hier eigentlich keinen Mülleimer drin stehen? Stopp. Wieso haben wir eigentlich hier keinen Mülleimer? Echt jetzt? Der fehlt? Okay, dann müssen wir jetzt einen Mülleimer hinstellen, ne? Halt, Küche, 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 Mülleimer. Ich würde sagen, wir nehmen so einen. Ja, den können wir dann vielleicht hier hinstellen. Ja, das machen wir. Du tust mal Teile plündern und du aufräumen. Und dann habe ich noch was vor mit unserem ach so tollen Alien hier. Den wegwerfen. Ja, sie ist immer noch sehr kokett. Schaut der jetzt hin? Ernsthaft? Der macht nix? Was dudelt denn da so? Oh nee, oh nee. Hör auf damit. Also, das ist ja echt furchtbar mit den Sims hier. Der macht rein gar nichts. Wir müssen den loswerden, echt. Deswegen reisen wir nochmal mitten in der Nacht. Ja, wir sind hier in Evergreen Harbor und ihr seht, es sieht echt eklig hier aus. Und wir rennen doch gleich mal hier hin. Zusammen hier hingehen. Ich hoffe, die kommen auch. Ja, okay. A break, Lemtim. So chips and Bobby. Oh, könntest du mal honey, you all Sojawachs right? sammeln? Oh, you threw ya. Hast du vielleicht was im Java Inventar? sorry. Nur die Milch? Then Kira.
Bobay Sanguinario. Wieso hast du Müll bei dir drin? Das ist ja voll eklig. Ja, du kriegst mal nix. Du darfst mal hier nach Einrichtung wühlen. Also, sie ist doch sehr, sehr, sehr kokett und ich weiß nicht, sie kann einfach nicht genug kriegen. Aber ihn lasse ich jetzt mal wühlen, mal gucken, wie er das findet. Also, sie kann es auch gar nicht fassen irgendwie. Oh mein Gott! Umura! Yasinarp. Yambala. Ja, wir werden uns hier ein bisschen treiben hier, unsere Zeit, und mal gucken. Und da kann man auch nichts machen. Schön. Mal gucken, was es hier alles gibt. Oh, hier gibt es auch noch einen Container. Also sie ist wirklich sehr, sehr konkret. Willst du hier dann vielleicht auch mal nach Einrichtungen wühlen? Mal gucken, was es hier noch gibt. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Und ja, da steht auch ein Container. Da ist ein Gebäude. Was sind das für eins? Liegt lauter Müll rum. Geht, da ist auch ein Container. Okay, da könnten wir dann vielleicht als nächstes hin. Da kann man gar nichts machen. Wo bist du? Chibi. Ich jetzt? Er hat Geld gefunden. Okay, mach mal ein Nickerchen im Müllcontainer. Und du? Gibt es hier irgendwo eine Parkbank? Mach hier ein Kraftnickerchen. Und die trinkt mich. Ja, wir lassen die jetzt mal hier schlafen. Die anderen sind zu Hause. Und schlafen schon wieder nicht. Sehr schlecht, sehr schlecht. Mach doch mal ein Kraftnickerchen statt sitzen. Ja, ich habe das hier im Auge. Oh, hat er ausgeschlafen? Ja, wir müssen hier einfach mal gucken, dass wir die Zeit totschlagen. Wo war denn jetzt dieses andere Grundstück? War das das hier, wo so dreckig ist? Ja, da können wir dann hingehen, wenn sie auch wach ist. Auch wach? Dann reisen wir mal hier hin. Wir haben 3 Uhr morgens. Oh mein Gott. Hier hat es ja gar nichts. Ich habe gedacht, hier hätte es wenigstens was. Das mache ich mal kurz. Einen Augenblick. So, ich habe mir hier ein Bad hingestellt und ein bisschen was zum Essen. Ja, dass ich was kochen können oder so. Das ist ja das Mindeste, was man tun kann. Also, und sie kann dann mal aufs Klo gehen. Ja. Das geht an und dann kann sie hier vielleicht noch ein Bad nehmen. Und Geburtsmeldung. Angela Red Eye hat ein weibliches Baby mit Maurice Red Eye. Okay. Jetzt begann das Red Eye. Und Kinder hat. Okay. Oh, Mia. Kommst du auch zum Mühlen? Du warst aber auch. Mir fehlen irgendwie die Fliegen hier. So ein paar Fliegen wären schon nicht schlecht. Ja, keine Ahnung. Könntest du mal schneller machen? Will doch noch mal. Oh, Lina!
lass ihn jetzt mal wühlen. Echt jetzt? Jetzt wühle. Hanpei, to Banahanu, host like Chifanal. Ja, wir lassen ihn jetzt ganz oft wühlen. Ich weiß, dir gefällt es nicht. Oh, wir haben Herbst. Wir haben schon Herbst. Wahnsinn. Das sieht schon eklig hier aus, oder? Okay, was? Sie spielt mit dem Handy. Okay, okay, okay. Wir könnten ihn mal hier was kochen lassen. Das wäre ja auch noch was, ne? Na, mach mal Eier und Toast. So 4 Portionen reicht. Okay. Aber wir haben hier keine Viecher. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Ich hätte ja gern so Dings gehabt. Aufstiegscharisma, Beziehung, Feinschmecker, Fitness, Gartenarbeit. Also er kann eigentlich gar nichts, wenn man es so nimmt. Er kann wirklich nichts. Oh, hallo Karina. Schön, dass du hier bist. Wer bist du? DJ Trish. Okay. Sie sind schon wieder kokett. Gern wegwerfen. So ein Idiot. Echt. Okay. Ich glaube, das mit den Viechern funktioniert nicht. Ich wollte eigentlich, dass er mal hier aus sich mit Fliegen und so. Nee, ich mag das jetzt nicht. Ich will, dass du hier mal gucken, was du hier alles mal so sammelst. Das ist dann der Container leer, ne? Ja. Ja, jetzt ist leer. Okay, wir reisen mal wieder zurück. Ja, wir sind wieder zurück auf dem Grundstück und es hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Oh, da liegt eine Banane. Dann nehmen wir die doch. Liegt noch mehr rum? Ist da vielleicht noch mehr runtergefallen? Ja, ich habe mir eigentlich gedacht, dass es vielleicht funktioniert, dass wir wirklich Dings hätten, fliegen oder so, aber es sollte wohl nicht sein. Ja, es sollte nicht sein. Dann vielleicht das nächste Mal schauen, oder ich muss mir was anderes einfallen lassen. Der hat Speiserechte, echt jetzt? Das ist ja voll eklig. Und ein Fischradar, was ist denn das? Horizon Bedroom Food. Oh. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Aber wir können das vielleicht reparieren. Ja, vielleicht funktioniert das. Was ist mit dir? Du solltest mal duschen. Und du, dir geht's gut, dir geht's auch gut. Na wunderbar, perfekt. Ja. Ah, das ist ein Radio. Oh, wie krass. Das ist ja mal cool. Okay, wir haben ein neues Radio. Ein voll technisches Radio. Okay. Und es ist repariert. Ich stecke sie mal in die Tasche rein. Er ist wütend. Warum bist du schon wieder wütend? Was stellst du wieder an? Nee, nee, nee. Ich mag das gar nicht, was du hier treibst. Echt? Müssen wir Stahl? Nein, wir müssen nichts.
Aber Elfriede melken, Elfriede putzen. Das kannst du tun. Und du hast jetzt hier die Hühner gemacht. Sehr schön, sehr schön. Verteil noch mal Futter. Wir möchten jetzt halt die Hühner hier. Ja, wir möchten sie. Keine Ahnung. Wir müssen uns was überlegen, was wir mit unserem Alien machen. Ich denke, ich werde mit ihm irgendwo hinreißen. Dann werden wir einfach ihn entzünden. Keine Ahnung. Irgendwie so. Wenn das nicht funktioniert mit den Fliegen, dann anzünden. Feuer hatten wir auch noch nicht. Dann wäre Feuer auch abgehakt. Das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Ja. Eigentlich war das jetzt so zum Testen in Evergreen Harbor, ob das funktioniert. Aber irgendwie haben wir keine Fliegen. Ich weiß auch nicht, was sie da brauchen, damit die Fliegen kommen. Aber ich werde das mal recherchieren. Also wie gesagt, ich habe zwar mal in Evergreen Harbor gespielt, aber ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern. Das war zu lange her schon. Oje, oje. Ihr wollt im Puppenhaus spielen. Oh ja. Oh, wie süß. Das war jetzt blöd. Ach Gott, ist der nicht putzig. Ist der Kleine nicht so zuckersüß. Oh mein Gott. So ein goldiger Platz. Ja, das war's. Ich nehme schon wieder so lange auf und muss das wieder kompakt zusammenfügen für euch. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid einverstanden, dass wir unseren Alien-Typen verbrennen. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr mit ihm machen würdet. Ja, ich glaube, ich lasse ihn im Feuer umkommen. Ich finde das eigentlich ganz gut. Dann, wenn ihr unten in der Videobeschreibung nachschaut, da habe ich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Schaut doch bei ihnen rein. Die freuen sich, so wie sich jeder YouTuber freut. Und auch wenn ihr dort vielleicht ein bisschen Liebe da lasst, mal einen Kommentar unter ihre Videos, das wäre echt, echt nett von euch. Dann sind noch Discord-Server verlinkt. Auch da dürft ihr gern drauf joinen. Wir freuen uns, wenn wir euch begrüßen dürfen. Über ein Like und ein Abo, falls ihr noch keins habt, würde ich mich natürlich auch freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das oder hören uns das nächste Mal, wenn ihr wieder reinschaut bei der Schwarze Witwe Chance und wieder weitergeht mit Chloe, ihren tollen Männern, die sie immer so aufreißt. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Tschüss!